Wagner Haushaltgerät in Pratteln ist seit bald 40 Jahren das grösste Fachgeschäft in der Region. Für Waschmaschinen, Tumbler, Eiskästen, Tiefkühler, Geschirrspüler, Koch- und Backgeräte und Staubsauger. In der neu gestalteten Ausstellung finden Sie die aktuellen Geräte von allen bekannten Marken. Und seit bald 40 Jahren ist der Wagner auch nach dem Kauf für Sie da. Wagner Haushaltgerät an der Schlossstrasse zu Pratteln. Jetzt wird es interessant. Wer hat eigentlich die Hosen an? So, und der Danny ist am Strahlen. Wieso, warum? Logisch, eine wundervolle Brut neben mir und einen tollen Bräutigam. Und ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus. Und wo sind wir? Wir sind nicht in einer Kirche. Wir sind bei der Miriam angelangt, im Gallery, im Bratteln. Jetzt möchte ich gerne von euch wissen, sag mal, was hat euch denn jetzt geritten? Ihr habt doch eine Hochzeit und gleichzeitig kommt eine Kissband und es gibt ein riesen Ding. Ja, wir haben natürlich das so geplant, weil wir immer gesagt haben, Kiss sollte bei unserer Hochzeit spielen. Und hat sich das natürlich jetzt gerade durch Miriam so gut ergeben, dass Kiss Coverband für uns spielt natürlich auch und das Konzert auch hier macht. Und das ist natürlich toll auch für uns, weil wir das Fest natürlich auch hier geplant haben. Jetzt aber Katja hat gerade gesagt, wir haben das zusammen geplant. Also ist das wirklich von beiden aus so gleichen Teilen so entstanden? Absolut, das war die einzige Chance gewesen, mit unseren Verwandten oder unseren Verwandten mal unsere Welt ein bisschen zu zeigen, wo wir doch schon jahrelang ein bisschen drin waren. Und es ist mega schön jetzt hier zu sein. Du hast jetzt die Welt angesprochen. Was bedeutet denn das, die Welt? Ich meine, ich weiss auch noch früher, als ich 13 war in der Schule, ein Kollege von mir kam mit Kiss. Ist das immer ein Wert gewesen, der euch begleitet hat? Auf jeden Fall von Anfang an. Wir haben uns durch eine KISS-CD kennengelernt im Z7 und dass KISS Coverband jetzt heute oben an euch zum Fest spielt, ist eine klare Schlussfolgerung. Also eine richtige glückliche Brut haben wir hier. Jetzt möchte ich aber von dir noch wissen, du machst ja selber auch noch Musik. Ist denn dort eine Affinität oder hängt das eine mit dem anderen zusammen? Ja, ich bin natürlich schon seit klein auf KISS-Fan. Und die Musik, die uns zwei beide zusammen immer begleitet hat, ist das natürlich gerade eine sehr gute Gelegenheit. Was ist denn speziell an Kiss? Ich meine, früher hat man wahrscheinlich auch vor allem angeschaut, weil sie angemalt sind, aber sie haben ja einen Hammer-Sound drauf, sie ziehen das seit Jahren durch. Ja, Kiss selber repräsentiert natürlich Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und von dem her gesehen passt das natürlich irrsinnig zu uns. Natürlich nicht Drugs, aber Rock'n'Roll und Sex natürlich, ja. Jetzt, der Katja, woher haben wir denn die Band überhaupt gefunden? Ich habe mitgekriegt, die kommen von Rom, die Jungs. Das ist eine sehr bekannte Kiss-Coverband. Wie sind ihr auf die gekommen? Ja, wir haben sie nicht gefunden. Das Mirli hat sie gefunden, und zwar im Januar schon mal, wo wir per Zufall auch hier an ihrem Konzert waren. Und wir haben gedacht, die Jungs müssen etwas drauf haben. Die sind ganz kurzfristig dann eingesprungen und das hat uns einfach imponiert. Und die Party, die wir hier hatten, war einfach mega gewesen. Feedback von den Gästen gesehen? Sehr gut. Das war wahnsinnig. Also hätten die es jetzt nicht so erwartet? Nein, absolut nicht. Und uns hat das natürlich dann zumal so überzeugt gehabt, die Jungs, die sich so emotional drin bringen und so gut gespielt haben, hat uns natürlich gesagt, hey, mal, komm, das muss her. Genial, dann würde ich sagen, wir gehen doch gerade mal schnell zu den Leuten fragen, weil es stehen nämlich ganz viel da. Da haben wir den Tatschmeister. Wie ist bei dir jetzt da oben so reingekommen? Du hast natürlich, du gibst gerade alles, oder? Ich habe Vollgas gegeben, was natürlich von mir erwartet worden ist, nehme ich an. Und wir hoffen, es kommt auch noch gut aus jetzt oben. Okay, komm, ich würde sagen, wir säckeln weiter, weil die säckeln hier alle davon. Gehen wir mal schnell, da darf ich schnell mal eine von diesen Damen haben. Da haben wir eine Dame gekommen. So, wie war das für dich gewesen? Hast du das so erwartet, wie das jetzt oben abgelaufen ist? Ja, ich habe es natürlich ein bisschen gewusst, dass es ein Konzert auch geben wird, ja. Schon ein bisschen, ja.
Aber ist jetzt schon etwas ein bisschen Ungewöhnliches? Sehr ungewöhnlich, ja. So eine Hochzeit haben wir natürlich auch noch nie erlebt. Aber es ist schon mal etwas anderes und ich freue mich eigentlich darauf. Wir kennen sie auch ein bisschen von früher, Kiss. Es war nicht unbedingt meine Lieblingsband, aber so ein paar Lieder sind super, ja. So, jetzt habe ich den Patrick hier bei mir. Patrick, wie ist jetzt dir da oben reingekommen? Die Kissband hat das voll das gebracht, was du dann auch erwartet hast. Bis jetzt schon, ja. Das, was wir bis jetzt gesehen haben, war eigentlich nicht schlecht. Ich war sehr noch ein bisschen skeptisch, als wir gehört haben, was alles ist. Aber eigentlich doch durchwegs positiv verlaufen bis jetzt und gut den oben erlebt. Würdest du jetzt auch so heiraten oder hast du dir jetzt schon heute oben Gedanken gemacht? Was kann ich denn an meinem Tag machen? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also nicht, dass ich nicht machen könnte, sondern gar keine Gedanken gemacht darüber, sondern einfach nur das genossen, was wir bis jetzt haben erlebt, was Adrian und seine Frau hier haben können jetzt heute oben machen. Jetzt wollte ich eigentlich den neuen Koch treffen hier drin. Es geht aber nicht, das müssen wir Miriam holen. Du Miriam, du hast ja so geschwärmt von deinem neuen Koch und ja. Wahrscheinlich werden wir nachher noch irgendwo verwünschen schnell in einem Bild, aber er ist ein bisschen redenscheu, dafür ist er ein guter Koch. Was hat sich denn jetzt geändert, seit er dabei ist? Was macht er? Also er ist natürlich ein absoluter Profi, super ausgebildet, er macht mega tolle Bankette. Aber auch im Tagesgeschäft, ich auf alles, was dazugehört, bin ich sehr entlastet, weil er einfach einen tollen Job macht. Aber du hast etwas gesagt, was ich bis jetzt so noch nicht mitgekriegt habe. Im Galleria gibt es Bankett. Also vorher hat es jetzt mein Bullenflügel und Bonfri gegeben, ein bisschen eher einen normalen amerikanischen Barbetrieb. Und jetzt, auch wenn man da hinten schaut, wie es deckt, und ist jetzt das immer wieder so? Also wir machen sehr viel Bankett. Wir haben Geburtstag, Firmenessen, Hochzeiten, wie wir heute sehen. Und ist eigentlich ein wichtiges Standbein auch für uns. Und ein bisschen meine Spezialität, so Sachen zu organisieren. Okay, wenn wir schon gerade dran sind, gehen wir doch nochmal aufs Programm hier mitkriegen. Da sind wieder CD-Taufen und alles Mögliche vorne dran. Was kommt in der nächsten Woche denn auf uns zu hier im Gallery? In der nächsten Woche haben wir am Donnerstag Hatesphere, das ist eine Metalband. Und am, jetzt muss ich gerade überlegen, Freitag oder Samstag, also am 7., das ist der Freitag, haben wir Deload, das ist eine regionale Band, wo ganz tolle Mischung von Funk, Pop, Rock bis ein bisschen ins Reggae rein macht. Also eine runde Sache wieder, wie immer hier im Gallery. Und jetzt haben wir auch mitgekriegt, man kann mittlerweile wegen dem Essen kommen, man kann wegen der Musik kommen, man kann wegen den Drinks kommen oder man kommt schlicht und einfach wegen unserem riesen Schätzchen Miriam, der sich hier in den letzten Jahren so wahnsinnig Mühe gegeben hat. Nehmt doch den Ort auch auf, kommt hier an, dient Miriam besuchen und geniessen das Gallery im Ratten.